Und schon wieder ist ein Jahr rum. Die Fakultät Medien der Hochschule Mittweida blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Das ganze Jahr über durfte man sich über großartige Events wie zum Beispiel das Campus Festival oder das Medienforum freuen. Im Sommer fand das alljährliche Campus Festival statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung hatten Filmemacher die Möglichkeit, ihr Können beim Filmwettbewerb MW48 unter Beweis zu stellen. Auch der Spendenlauf war ein Teil des Festivals. Runde für Runde wurden Euros für einen wohltätigen Zweck erlaufen. Mit viel bunter Farbe ging es wiederum beim Graffiti-Contest zu. Dort hatten 4 Graffiti-Künstler die Möglichkeit zu zeigen, was alles mit einer Spraydose möglich ist. Den Höhepunkt des Campus-Festivals bildete jedoch der 99.3-Band-Contest. 4 sächsische Nachwuchsbands konnten ihr Talent unter Beweis stellen und wurden im Anschluss vom Publikum bewertet. Das Highlight des Band-Contests war der Auftritt der beiden Headliner Bakushan und Lying. Diese heizen dem Publikum mit ihren bekannten Songs wie Baby, du siehst gut aus und Morgens immer müde kräftig ein und sorgten für einen krönenden Abschluss. Einige Wochen nach dem Campus Festival brachte das Team des Hochschultheaters das Stück Zurück in die Zukunft auf die Bühne. Die Studenten überzeugten mit Witz und Talent und das Theaterstück fand so viel Beliebtheit, dass es bei allen 4 Veranstaltungen restlos ausverkauft war. Im Herbst waren die beiden ehemaligen Medientechnikstudenten Martin Bauer und Christoph Stelzner zu Besuch an der Fakultät. Zusammen als Stelzner und Bauer traten sie mit ihrem Bühnenprogramm Oralakrobatik mit Happy Ending im Studio A der Hochschule auf und belustigten das Publikum, indem sie heutige Talkshows gewaltig auf die Schippe nahmen. Im Rahmen der Immatrikulationsfeier wurden Ende September die 9 Studenten der Hochschule in der Stadtkirche Mittweida feierlich begrüßt. Mit der Exmatrikulation im Oktober beendeten knapp 200 Absolventen der Fakultät Medien ihr Bachelor- oder Masterstudium. Im November fand das alljährlich von Studenten organisierte Medienforum statt. Auch dieses Jahr wurden wieder einzigartige Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der heutigen Medienwelt geboten. Möglich machten dies unter anderem 70 hochkarätige Referenten. Unter dem Motto Impuls der Zeit fanden viele spannende Diskussionen über zukunftsbedeutsame Themen der Medienbranche statt. Zuletzt überraschte die Medienfakultät Mitte Dezember mit einem Veranstaltungskonzept namens Live im Studio. Künftige Newcomer, Artists und Bands aus der Region bekommen während eines klassischen Konzertes die Möglichkeit, vor einem Publikum aufzutreten. Neben einer Sprungbrettfunktion für die Künstler ist Live im Studio auch eine Bereicherung des kulturellen Programms in Mittweida. Im kommenden Jahr sollen die Hauptveranstaltungen wie das Campus Festival und das Medienforum wieder auf dem Programm stehen.